So Leute, die Raid-Preise sind da. Nur noch eins fehlt, aber für uns heißt das ein Multi am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen? Fragezeichen. Schau mal, let's go. Oh, JP wieder natürlich. Okay. Krillin und Gohan. So was in 2. GG. Ja, da hat man sofort wieder richtig auf, ne? Da hat man sofort wieder richtig auf, ne? Great Company. Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und wir sind wieder zurück, wir sind wieder zurück. Hoffentlich sind dann alle guten Dinge 3. Auf der globalen Version werden wir heute auf jeden Fall wieder einen Versuch starten für unsere Boys LR, Goku und Freezer. Wir legen sofort mal los mit dem ersten Mutti Summon. Wünsche mir auf jeden Fall Glück, meine lieben Freunde. Und ich weiß, wann genau ihr das Video sehen werdet, aber bis jetzt haben wir fast alle Super Dragon Balls eingesammelt. Und es wird nur noch der letzte Teil mit den Quests und Missionen. Also der letzte Dragon Ball. Ihr wisst aber, ich habe euch gesagt. Oh, Vegeta, okay. Wenn Vegeta kommt, dann stoppt so quasi ganz kurz alles. So mein ganzes. Meine ganzen Gedanken stoppen kurz und ich sehe Vegeta. Lass meinen Satz kurz beenden, dann legen wir los. Und zwar wisst ihr quasi, das ist ja nur provisorisch, das nur als Checkpoint heißt. Im Endeffekt werden wir eigentlich nicht den Superstellung beschwören können. Das ist einfach nur, damit wir sehen, okay, diese Mission, diese Quest haben wir erreicht hier an der Stelle von der Koop-Mission, von dem Koop-Raid. Gehst du in Super Saiyan? Ja, nein? Heute nicht. Heute nicht. Okay, wir haben aber. Oh mein Gott, Screen Crack. Haben wir einen? Ja, die Double Screen Cracks, auf die hofft man natürlich so oder so immer, wenn man Crack Screen Animation hat oder Screen Crack, je nachdem. Alright, Freunde, wir hoffen mal heute, dass heute auf jeden Fall ein bisschen mehr Feier ist auf der globalen Seite. Auf JP lief es ja geil, da haben wir einen Eller gezogen zumindest. Okay, Spoiler Alert, Spoiler Schutz, wenn wir nicht mehr viel verraten. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut euch das Video auf jeden Fall auch an, die Sum-Videos, die ich da schon rausgehauen habe. Ansonsten sind wir hier bei unserem Boy Tenshinhan hier. Und ja, 118, 118. Wäre vielleicht ein cooles Ding, wenn wir mal ein bisschen mehr zu den GSS ziehen. Wobei wir auch wissen, okay, der GSS-Slot ist auf jeden Fall sehr. Oh! Ja, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt? Ich habe euch gesagt. Wow, ich kann es gerade nicht realisieren. Zum ersten, da habe ich gedacht, zum ersten. Ich hab gedacht, das wäre der Int-Virus. Immer wenn ich den Int-Virus sah, dachte ich, das wäre der LR. Jetzt, als der LR kam, dachte ich, das wäre der Int-Virus. Zum zweiten habe ich euch im letzten Video gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich Virus die ganze Zeit vor mir sehe. LR, Virus, unserem Boy Snoop Doggy Dogg haben wir an der Stelle gezogen. Oh mein Gott, und LR, Virus. Gerade vom GSS-Slot geredet. Oh. Erste Multi direkt Feier, Freunde. Oh mein Gott, Snoop Doggy Dogg ist auf Dokkan Battle angekommen. Ey, der sieht legit aus wie Snoop Dogg, Mann. Oh, LR Virus. Ein LR, den ich noch nicht hatte. Und das meinte ich auch in JP-Video, dass wenn ihr im LR zum allerersten Mal zieht, dann ist ein anderes Gefühl, als wenn ihr den Dupe zieht. Und gerade zittert alles, Freunde. Snoop Doggy Dogg. Weil, ey, das war no joke. Ich habe euch nichts verraten. Es ist nicht derselbe Tag oder so. Es ist ein Tag drauf und seit gestern habe ich euch gesagt, ich hatte die ganze Zeit so LR Virus vor meinen Augen. Ich weiß nicht warum, jetzt wissen wir warum, Alter. Du Witch Osa, du Hexe Osa, du Freunde, Freunde, Freunde. Was geht ab?
Hier müssen wir auch natürlich Couple Shoutouts an euch aussprechen. Natürlich vielen lieben Dank. Hier haben wir noch einen Featured Charakter an der Stelle. Wir gehen wirklich einen brutal guten Weg wieder in der nächsten Zeit. Wir sind kurz vor den 15.000 Abonnenten. Vielen lieben Dank dafür. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir haben hier Super Saiyan 1, Tien und Chaozu eigentlich Featured Charakter. War Hit gefeatured in dem Manga? Ich glaube nicht. Ich glaube, Hit ist nicht featured. Oder? Müsste ich nachher mal abchecken. Aber ey, Snoop Doggy Dogg, oh mein Gott, das hat richtig gut getan. Wir haben hier nochmal Jinbu an der Stelle. Okay, heute sind die Sounds auf jeden Fall schöner. Heute sind sie auf jeden Fall schöner. Wir haben hier bis jetzt schon in den Zeiten die zwei SSR und die sieht schon. Der grinst ehrlich. Der grinst, Osiru, der lacht jetzt heute den ganzen Tag durch hier. Früher morgen sind wir erst noch. Check ganz Dispo. Okay, ja, der ist featured auf jeden Fall. Ja. Tien und Chaozu featured. Aber auch Tien, Chaozu und Tenshin. Tien ist Tenshin an. Tien, Chaozu und Yamcha auch featured. Das sind ja immer so Partner und Trios und whatever. Oh, ich habe mich echt noch. Alte Biru. Oh. Dieser Multi war geil. Der Multi war geil. Der Multi war geil, Freunde. Der Multi war geil. Oh mein Gott. Oh, Snoop Doggy Dogg. Ey, ganz ehrlich, manchmal denke ich mir auch so. Osiru, was ist das? Was, so. Es ist komisch. Ich hatte es halt im Gefühl. Und dann droppt er halt wirklich. Es ist echt ein komisches Gefühl, Freunde. Und ihr wisst, mit den Ansagen hatten wir die letzte Zeit sehr, sehr viel. Auf jeden Fall on point. Ja, keine Ahnung. Es ist wirklich komisch, komisch. Dieses Dispo bekommt noch sein Awakening. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ich guck mal ganz kurz, check mal ganz kurz ab, ob Hits gefeatured ist, weil ich weiß nicht, ich hab's echt vergessen. Dispo ist es auf jeden Fall gewesen. Ansonsten machen wir danach ein Group Summon. Ich hau ein Single Summon raus. Dann haben wir noch zwei Mutli Summon für das heutige Video. Heißt, macht euch schon mal bereit in irgendeinem Spiel eurer Wahl für unser Group Summon. Sei es Dokkan Legends, egal was ihr zockt, Blazing etc. etc. Macht euren Summon bereit, damit wir dann zusammen summon können. Ich meine eigentlich, Hit ist. Ich weiß nicht, kann sein, aber das ist ja nicht der Hit von Tenma of Power. Hit, sind sie gefeatured? Nee. Oh doch, ganz hinten so. Alles klar, Freunde, wir hauen mal ein Single Summon raus mit einem Group Summon. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, macht mit. Ich zähle auf jeden Fall gleich runter, 3, 2, 1. Und dann sendet mir auf jeden Fall eure Puls, sei es auf Twitter, Discord, Instagram oder in den Kommentaren. Könnt ihr auf jeden Fall wissen lassen, was ihr da gezogen habt. Ich wünsche euch jetzt schon mal sehr, sehr viel Glück. Das Ding lädt schon mal ein bisschen mein Game. Mein Setup ist jetzt von LR-Virus einfach, von LR-Virus sind sie jetzt überwältigt. Aber, Game, lass uns nicht hängen. Lass uns nicht hängen im Group Summon. Let's go. Und wir gehen jetzt rein. Nice. Mutter sehen allein. Kakarotto. Macht nichts. Ich zähle runter, Freunde. Ihr lässt mich. Ihr lässt mich, wie gesagt, wissen, was ihr gezogen habt. 3, 2, 1, go. Wir bleiben in Base Form. Okay. Sollte ein R-Charakter sein. Oder ein SR. In Base Form kann auch ein SR-Charakter kommen. Wir haben hier ja Esser-Charakter. Okay. Hellfighter 17. Freunde, wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr gezogen habt. Und wir machen hier gekonnt weiter. Zwei schöne Multisam haben wir heute noch. Alright, bin wieder zurück. Das hat mir ein bisschen zu lang gedauert mit dem Laden. Aber wir kommen zum vorletzten Multisam für das heutige Video. Also legit. Erstmal ausatmen. Immer noch ausatmen. Wenn von unserem Mord. Snoop Doggy Dogg is back auf dem. Auf Dokkan Battle, anyway. Jetzt bitte, was sind das für Ladezeiten heute jetzt? Mein Game ist gecrashed. WLAN am Arsch. Alles Anbieter kaputt. Ihr wisst Bescheid, Telekom geht pleite wegen dem LR-Pull. Alright. Wir haben hier, okay, ein bisschen der Crew. Wir haben ein paar von der Crew am Start auf jeden Fall. Wir gehen in Super Saiyajin. Super Saiyajin 1, 2. Manchmal bleiben die so im Super Saiyan 2 Modus richtig lang, so übertrieben lang. Und dann denke ich mir immer so, okay, kannst du bitte in Super Saiyan 3 gehen heute noch oder nicht? Super Saiyan God wäre auch nicht schlecht. Ja, egal, wir nehmen an, was kommt. Beziehungsweise, ich will euch nichts erzählen. Wir nehmen natürlich an, was kommt, aber wir wollen... LR GF, ich nenne sie mal GF einfach, okay? LR Goku Freezer, manche nennen sie Go Freezer oder so Go Freezer, Free irgendwas, keine Ahnung. LR GF ist ein Ding, okay? Von mir hier, damit ihr Bescheid wisst, die Abkürzung. Den würde ich schon noch gern sehen, auf jeden Fall, auf dem Screen. Will ich euch nichts erzählen. Wer bist du? Okay, ist das Jesus? Nein. Mr. Satan sagt LR.
Scheiße, knapp, knapp, das ist nicht LM Bojack, aber... Okay, okay, alles Satan, alles klar. Freunde, Freunde, Freunde. Willkommen zum letzten Multisummon von heute. Und zwar haben wir den... Ah, ja, den wollte ich favorisieren. Ja, ich sag schon LM Bojack, alles klar, schön wär's. Letzter Multisummon für heute, Freunde. Gib mir nochmal all eure Energie und dann hauen wir hier noch ein Multisummon raus und dann... Sind wir auch vorerst raus hier? Oh, sind wir auch vorerst raus hier? Aber. Tenshinhan und Piccolo, okay. Tenshinhan und Piccolo. Tenshinhan und Piccolo. Ah, leider. Leider nicht Base Song geblieben. So. So, Streamcheck-Animation ist auch auf jeden Fall geil, weil. Okay, so muss den 2 nur. Weil man dann auch hofft, dass ein Double Streamcheck kommt. Und in einem LR-Banner kann das. Ein Double Streamcheck heißt dann, dass ihr quasi ein LR zieht. Naja, hatten wir nicht, können wir nicht drüber reden. Heißt, wir haben hier an der Stelle King Cold, okay. Trunks Teen an der Stelle, alright. Guldo. Okay, okay, Baby. Dabura. Es wird wahrscheinlich nur der GSSR. Ja, 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 sieht so aus, sieht so aus. Ist das schon der GSSR? Ja, ist es. Anyway, Freunde, so viel zu dem heutigen Video. Der erste Mutti hat alles weggehauen. Leider ist unser Boy LRGF immer noch nicht gedroppt. Aber verdammt nochmal. Snoop Doggy Dogg. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, Snoop Doggy Dogg gezogen zu haben. Das ist LR Virus. Guck mal, wie frech der da ist. Der sagt so, oh, ich bin der Gott der Zerstörung, weil LR Virus ist von vielen auch underrated. Ich werde auf jeden Fall aber alles tun, um den Boy hier für euch natürlich die Tage dann sehr schön showcasen zu können. Bis dann, Freunde. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, für alles über die letzte Zeit. Dieser wird wirklich atemberaubend. Wenn euch das Ganze, wie gesagt, gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und, Freunde, ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Glück, falls ihr noch zusammen werdet. Ja, bei mir, schauen wir mal, ob wir noch reinkommen oder nicht. Das sage ich zwar, aber dann sehen wir uns quasi wieder auf Part 4 oder so. Aber zum Glück ist ein LR gedroppt, deswegen kann ich auf jeden Fall erstmal für die nächsten Tage, da habe ich erstmal ruhige Hände für die nächsten Tage. Deshalb, Freunde, wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up as your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.